Moin Tom, moin Schieme. Es steht jetzt 4-1 für Williams im zweiten und ich wollte diesen Seitenwechsel kurz nutzen, um euch nur ein paar Sachen hier zu zeigen, die mir aufgefallen sind. Jetzt geht gleich die Musik erstmal los. Ich hoffe, ihr hört mich gleich trotzdem. Und zwar wollte ich euch zwei Sachen sagen. Einerseits wollte ich euch zeigen, wo die Teams der Spieler sitzen. Also die Spieler, die sitzen ja hier. Hier seht ihr meinen Finger. Da ist auch der Eingang, hier kommen die Spieler rein. Und die Teams, die sitzen auf der anderen Seite. Und man hat hier zwei Eingänge. Einmal hier ein Eingang und einmal da. Hier sitzt gerade, das ist die Box von der Strikova. Und da sitzt gerade nur ein Typ, der da. Während die ganze Williams-Box, Mutter, Schwester und so weiter und der komische Trainer, der bei Eurosport arbeitet, die sitzen hier. Also ziemlich weit weg entfernt, während in Wimbledon, das seht ihr ja im Fernsehen, da sitzen die beiden Teams eigentlich nebeneinander oder hintereinander. Das andere, was ich noch euch zeigen wollte, ist, ihr seht ja diesen Schatten hier, da ist ja das Wort Melbourne auf dem Boden und dahinter ist dieser Schatten. Dieser Schatten bewegt sich während des Tages eigentlich gar nicht. Das ist komisch, weil ja die Sonne sich bewegt oder die Erde, genauer gesagt. Aber was die machen ist, die verschieben dann das Dach dementsprechend, damit der Schatten da und auf der anderen Seite immer gleich ist. Guckt euch mal das Dach an. Das Dach hier, das ragt gerade kaum über die Stadionfläche hinaus, während auf meiner Seite, das kann man jetzt vielleicht auch nicht so richtig sehen, aber hier, das Dach, das ragt sehr weit raus gerade, sehr, sehr weit. Und die verschieben das Dach im Laufe des Tages immer wieder, damit der Schatten immer gleich bleibt und die Spieler nicht gestört werden. So, jetzt geht's weiter.